Willkommen zurück zu Let's Play WoW bei Birkram LP. Ja, es geht weiter, das Abenteuer mit unseren Paladin. Wir haben in der letzten Folge eine Instanz abgeschlossen. Ich habe uns mal nach Stormwind teleportiert. Da können wir direkt das Fliegen lernen. Und dann bin ich am Hadern, ob wir westliche Pestländer fertig machen oder wir gehen einfach in ein neues Land. Ich weiß noch nicht, wie die EP sich skalieren, weil wir jetzt auch schon Level 60 sind. Bleibt auf dem Boden. Ihr wisst, das geht ja nur bis Level 60. So. Da können wir das Fliegen direkt lernen. Das ist schön. Da brauchen wir auch jetzt mal ein neues Flug- und Reitmount, würde ich sagen. Was nehmen wir denn da? Welches können wir denn mal nehmen? Lalalala. Das Kriegsross kann ich fliegen. Was kann ich? Kann der fliegen? Ja, der kann fliegen. Aber den finde ich nicht so schön. Der Rahmenfürst kann auch nicht fliegen. Der könnte fliegen. Ach, hier kommen wir. Wir hauen uns den dazu. So. Der sieht doch schön aus. Und dann fliegen wir mal, würde ich sagen. Mal zum Mockmeister. Ich weiß nicht, ob wir uns ein neues Equip mocken können. Das ist ja auch nochmal interessant zu sehen. Da könnten wir ja auch nochmal kurz vorbeifliegen und uns das angucken. Hier geht es aber schon hart zur Sache. Der Priester. Ihr seht, es ist halb eins. Es ist echt noch viel los. Ich freue mich auf unseren Einsatz. Erstmal schultern. Wir können noch nichts Neues. Doch. Hier ist doch ein bisschen was. Was haben wir denn? Nur das Set oder das? Nehmen wir mal die Schultern. Brust, was haben wir da? Haben wir da eine passende zu? Den machen wir erstmal weg. Da können wir hier auch dran lassen. Nehmen wir den. So. Hände, die ändern sich ja ständig. Jetzt noch passende Füße. Ah, die sehen doof aus. Nehmen wir mal die Schuhe. Ja, da hat sich auch nicht wirklich was geändert, was wir nehmen können. Wir könnten mal. Haben wir den schon drin? Streitkolben. Ne, den haben wir leider noch nicht drin, den Streitkolben, den ich gerne möchte. Aber dann lassen wir das mal. Nimm mal. Was ist das denn? Okay. Ja, den können wir so lassen. Sehen wir mal ein bisschen anders aus, unser Zwerg. Gucken wir mal uns an. Ja, das passt doch. So, dann können wir auf Mountain. Und dann sollen wir. Was sollen wir denn speziell? Okay, dann gehen wir mal zum Abenteuerbrett. Da werden wir mal hinfliegen. Das Gute ist, wir können jetzt fliegen. Eigentlich können wir fliegen. Level 60. Noch 60 Level, dann haben wir die Endstufe erreicht. Yippie! Also jetzt nur 50 bis... Na, ihr wisst, was ich meine. So, botanische Tundra. Heulende Fjord? Ja, da können wir nicht hin, oder? So, sprecht mit dem Heulenden Fjord. Wie kommt man jetzt nochmal zum Heulenden Fjord? Geht da ein Schiff von hier? Vom Sturmwind? Das weiß ich gerade gar nicht. Botanische Tundra. War nicht Heulende Fjord? Doch, das war da. Da müssen wir mal kurz erstmal... Wir müssen... Von Medithiel heißt so der Zwergenhafen. Von da müssen wir los, da echt genau. Von da müssen wir. Aber bevor wir da hinfliegen, dann nehmen wir lieber, gehen wir erst in die Tiefenbahn. Mit der Tiefen von Eisenschmiede können wir dann aus losfliegen. Und dann können wir gleich starten in ein neues Land. Dem Goldenen Fjord. Da wird
ich auch noch mal googeln, ob wir den uns auch noch irgendwo holen können. Oh, was ist das denn? Das ist zu, ich glaube, der hat Langeweile. Ja, ich glaube, der hat Langeweile. Schreib mal. Hallo. Hallo. Hodor. Hodor. Stimmt denn mit dir nicht? Was ist das denn? Untoter Mönch. Hä? Wie kommst du denn hierher? Du hast doch gar keine Chance gegen uns. Los bei dir. Schubs. Hat er sich nur verwandelt. Verwandelt, sag ich doch. So wie Schaden, okay. Läuft bei dir. Und schade. Das wäre jetzt geil. Schubs. Schubs. Das ist Action hier. So, dann sind wir auch gleich da. Und zwar jetzt. Sehr schön. Schnell reiten. Da hat er uns fast eingeholt, ne? Der Mönch. Beweglich ist er ja. Und flink. So, und auf Mountain. Gucken wir mal. Jetzt sind wir fast einer der Wildhammer-Clan. Sieht fast so aus. So. Gucken wir mal, wie nah wir hinfliegen können. Wollen wir jetzt fest? Wie geht's? So. Hm. Ja, die wär's fast. Schlauer direkt rauszufliegen. Das ist zwar doof, aber. Mal dem Ziel näher. Naja, dann wird das halt ein bisschen eine Flugfolge. Ist ja kein Problem. So. Verstehe ich gar nicht. Ich habe doch hier die Flugpunkte gehabt. Zack. Gucken wir mal, ob das so passt. Sumpfland. Das ist ja schon direkt dahinter, oder? Ja. Boah, brauchen wir eigentlich nur beim Berg. Das ist auch okay. Das ist ja gar nicht so weit. Eigentlich nur über den Berg. Und hier schon runter. Oder? Ja, rein theoretisch. Können wir schon mal Aufgaben hier abbrechen. Unser Inventar sauber ist. Das muss ich auch noch übrigens bei meinem Jäger machen. Fürs neue Addon muss ich auch noch so ein bisschen was vorbereiten. Die ganzen alten Aufgaben dann noch erledigen oder abbrechen teilweise. So, die behalten wir. Doch, Nordend. So, reist mit dem Schiff nach Nordend. Ja, hier steht es jetzt auch. So. Ja, da ist gerade, glaube ich, gerade das Schiff weggefahren. Oder? Anna mit dir. Schiff zur Insel Terramor, da wollen wir nicht hin. Aber wir holen uns gleich nochmal einen Flugpunkt. So. Ja, ganz schön abgesoffen das Dorf hier. Stadt.
wie man es auch nennen will. So. Zack. Ja, gucken wir mal. Müsste hier auch gleich kommen. So. Gucken wir mal kurz auf die Karte. Nordend. Eigentlich müsste er ihn anzeigen. Hier ist er noch gar nicht angekommen oder kommt jetzt gerade zu uns. Naja, warten wir einfach mal. Ja, was? Es ist Dienstag, genau. Das ist die erste Folge für den Dienstag, für unseren Themenwoche. Ihr wisst es mittlerweile, es kommen immer nur die gleichen Let's Plays am einen Tag. Es sind 10 Folgen die Woche. Dafür ein bisschen länger, weil jetzt hatte ich ich habe das neue Let's Play, das LS17 Projekt dazu genommen. Das wären dann 13 Folgen die Woche, das ist so eine ungerade Zahl. Und ich möchte samstags gern und sonntags nichts haben. Samstags, wenn ich mal ein Special-Spezial habe, so wie letztes Mal die Prägfest, die kommt dann, wenn. Oder wenn ich was Besonderes habe, vielleicht was mit wem? Mit einem anderen YouTuber, YouTuberin zusammen. Das wird dann samstags kommen, aber auch nicht viel. So eine Folge eventuell nur. Ja, was kommt denn da? Kommt er da für uns? Oh, wo geht der hin? Ne, das ist für da. Für Terramor. Ja. Wo waren wir? Ja, genau. Montag kommt LS17, genau. Dienstag kommt WoW. Morgens der Paladin, abends der Jäger. Mittwoch kommt Fortnite. Donnerstag kommt dann ab den neuen Addon mein Jäger Targaryen von Level 110 bis 120, aber auch nicht so ruckzuck hochleveln. Ich werde jedes Land auch durchquesten, das habe ich bisher in jedem Addon gemacht, jetzt fast bei jedem. Also bei Legend habe ich das gemacht, bei Draenor habe ich das auch gemacht, zwar glaube ich nur mit dem zweiten Charakter, weil den ersten wollten wir eigentlich schnell hochkriegen, dass wir gleich raiden können, also ein bisschen ausstatten, ihr wisst es ja, wie es ist. Und bei denen machen wir das auch. Ich habe zwar eine Raid-Gilde, die haben mich schon gefragt, ob ich mal wieder da mitspiele. Aber da habe ich derzeit auch kaum die Zeit zu. Mal gucken, jetzt in August. Bis September haben wir noch Spiele bei uns beim Football. Und danach ist, glaube ich, erstmal so eine kleine Pause, wo man da mal gucken könnte. Aber Training darf ich auch nicht sausen lassen. Ich muss auch was in der Off-Season tun. Nicht, dass ich immer dicker werde und bald mich gar nicht mehr bewegen kann dann auf dem Platz. Also müssen wir trotzdem weiterhin was tun. Ja. Oh, da kommt das Schiff. Falscher Dock. Oh, das wäre ja was gewesen. Wäre jetzt an uns vorbeigeschifft, ne? So. Mal ab. Ich hatte schon mal, dass ich auf dem Mount war. Dann ist das Schiff gefahren. Und dann ist er auf einmal hochgegangen. Und ich stand da. Durfte ich nochmal so lange warten. Ja, aber wir haben jetzt, würde ich sagen, schon mal das Nordend-Set an. Da gab es, glaube ich, da kamen diese Schulter-Sets raus. Naja, passt aber. Aber sehen wir mal ein bisschen gefährlicher aus. Sehr schön. Welchen Titel haben wir denn eigentlich gerade? Blutsäge-Admiral. Was haben wir denn noch? Botschafter, Jenkins. Der Kommando, Holzfäller. Leichtgläubige, Unermüdliche, der Entdecker, Blutsäge Admiral finde ich am besten. Den lassen wir auch. Wir sind ja Admiral, also müssen wir nach oben. Das ist der Captain. Kann ich euch helfen? Oh, es geht schon los. Das Licht sei mit euch. Erster Mart. Leine los und auf geht's die Fahrt Richtung Norden. Gucken, was uns da erwartet in Nordend. So. Und wir schippern. So. Die Karte haben sie auch verändert. Man sieht, dass das ist alles ein bisschen feiner gemacht. Sieht schon echt besser aus.
Mit den neuen Inseln natürlich auch schon drauf. Ich muss noch rausfinden, wie ich nach Zanada ist, glaube ich, für Horde, ne? Das müsste, glaube ich, für Horde Zanada sein. Abschließen, abgeschlossen. Die nötigen Werkzeuge für den Job. Okay, aber wir fangen ganz standardmäßig hier vorne an. Nicht irgendwo anders. Wir starten gleich hier vorne. Er wird uns schon dahin jagen. Kann man hier eigentlich auch schon fliegen? Ja, das ist sehr schön. Unser goldener Greif müsste das sein, oder? Schneller blauer Greif, okay. So. Dann können wir starten. Und hier kann man schon abfliegen. Ich glaube, das Schiff ist schneller als wir, oder? Nee. Aber wir können direkt in den Hafen fliegen. Durch. Boah, und hier kann man gleich die erste Aufgabe abgeben. Ich bin ganz Ohr. Seid gegrüßt. Sprecht mit Vizeadmiral. Okay. Wo ist er denn, der Vizeadmiral? Was kann ich für euch tun? Okay. Das Licht segne euch. Wie gibt es denn das für hier? Ah, also sind doch die gleichen EP. Ich dachte, die haben so ein bisschen gesteigert. Haben sie aber nicht. So, Eindringlinge. Eindringlinge töten. Flugangriff. Flugangriff. Ich werde schon wieder leise. Ich merke das schon wieder. Ich werde beim Spielen immer ein bisschen leiser. So, die Speer angreifen. Stecken sich bestimmt in dem... Ach nee, Speer sammeln. So war das. Eins. Zwei. Da kommen wir. Mir. Ja, ich mache jetzt auch mal so Videos. An einem Tag sollen dann immer so zwischen, sagen wir jetzt LS17, dann mache ich immer so zwei Folgen, dass wir auf einen Tag kommen zwischen 50 Minuten und einer Stunde Playzeit. Also kann das eine Video mal ein bisschen länger sein und dafür das andere ein bisschen kürzer oder beide so halb gleich. Ihr wisst, was ich meine, ne? Nur so zur Info, ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, ob das für euch so okay ist oder ob ihr es anders wollt oder doch nur eine Folge am Tag mit 30 Minuten. Weil jetzt, wenn wir jetzt, normalerweise mache ich vier Folgen. Ich muss näher ran.
sagen wir, 4 Folgen den Paladin. Das sind dann immer so 15 Minuten. Das sind knappe 50 Minuten, wenn es plus minus, ja gut, das kommt dann aufs Gleiche hinaus. Ist halt nur auf 3 Tage verteilt, so habe ich das auch mal, das dann auf einen Tag. Was ich vielleicht, was ich eigentlich persönlich besser finde. So. Aufgabe abgeschlossen. Wir werden, glaube ich, unseren Pandampere jetzt die ganze Zeit begegnen, weil er die gleichen Aufgaben macht wie wir. Yippie. Seid gegrüßt. Oh, seid gegrüßt. Oh, jetzt gibt es endlich mal Waffen, was eigentlich Gold für gibt. Seid vorsichtig. Gibt es auch ein paar Aufgaben mehr. Hier, sogar so viele. Die Naru haben uns nicht vergessen. Hier an. Und ist auch noch eine Forscherliga wieder. Was kann ich für euch tun? Und er hat auch noch was für uns. Braucht ihr der Hilfe? Wachoffizier. Siehe den Ehrenfreund. Weiter. Was führt euch hierher? Verbündeten Dalaran. Mögen euch die Sterne leiten. Das machen wir dann irgendwann noch. So. Gefangene Wohner. Also das ist da. Wir fangen erstmal hiermit an. Ach, das waren immer die ersten Aufgaben, wo ich immer selber nicht mehr wusste genau, was ich machen sollte. Also das ist ja unten da. Das ist hier. Der andere müsste, glaube ich, da vorne liegen. Gehen wir mal kurz hin. Ich glaube, der lag hier unten. Genau. Ja, komm her hier. So, da liegen die ersten und jetzt auch gleich noch die anderen 2, 3 hier. Sehr schön. Forscherliga, ach man. Wenn wir diese Toten sehr sucht in den Katakomben. Das machen wir gleich. Wer hatte denn diese Pläne? Nur die hier oder auch die? Gucken einfach mal. Ziehen wir ein paar zusammen. Helfen, ne? Eiskalt. Aber wir brauchen eigentlich nicht mehr Kampf geschafft. So. Schlüssel haben wir, da können wir auch eben befreien. Und 2, wie viel müssen wir noch einmal befreien? Ne? Hier 3 müssen wir befreien. Gut. Also brauchen wir noch einen Schlüssel. Den nehmen wir uns gleich nochmal. Vielleicht doch dabei den hier. So. Besiegt. Und auch besiegt. Sehr schön. 2 Schlüssel. Sehr schön. Komm, Drinai, was machst du eigentlich hier? Ah doch, ihr seid ja schon da, stimmt. Ihr wart ja schon hier, laut den Add-on. Wir haben ja einen Add-on übersprungen, habe ich gerade ganz verpeilt. So, auch.
falsche Taste. Genau, die brauchen wir. Ich glaube, die haben diese Pläne. Öffnet euer Herz dem Licht. So, gucken wir mal. Wer hat die denn? Stammesangehöriger. Euch nochmal. Ja. Oh, gut, okay, ich bin so. Ihr seht es, das sind schwierigere Gegner. Auch nicht. Ja. Aber damit endet diese Let's Play-Folge. Wir werden in der nächsten Folge hier weitermachen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, also bis heute Abend. Auf Wiedersehen und tschüss bei Burgerim LP.